Willkommen zurück zu einer weiteren dreckig verschmutzten, trotzdem neu lackierten Folge von Tourist Bus Simulator. Und ja, wir haben in der letzten Folge am Ende unseren Bus noch blau lackiert. Ja, so ein bisschen kanalfarbenmäßig. Ja, kommt, haut eigentlich überhaupt nicht hin, aber ich treffe den Farbton einfach nicht. Und ja, unser Bus wurde schmutzig lackiert. Hat den Lackierer überhaupt nicht gestört. Und ja, in dieser Folge werden wir heute eine Shuttlefahrt machen, soweit ich weiß. Ja, wir haben in der letzten Folge, glaube ich, auch noch einen Auftrag angenommen gehabt. Wir können mal auf den Schichtplan gucken. Und zwar, genau, wir haben hier die Fahrdienste und wir haben den Shuttle-Service. Das heißt, wir müssen um 4 Uhr am Arsch der Welt sein, in Costa Calma, und müssen dann bis zum Flughafen, glaube ich, fahren oder so. Genau. Ja, und danach müssen wir um 6 Uhr... Nee, nicht um 6 Uhr, um 6 Uhr fährt Lucien. Um 7 Uhr müssen wir schon wieder am nächsten oder bei der nächsten Route sein. Es wird alles verdammt eng. Das wird alles wirklich verdammt, verdammt eng. Ich weiß nicht, ob das alles hinhaut, ist mir aber auch komplett wurscht jetzt. Ja, wir werden auf jeden Fall in dieser Folge diese Shuttlefahrt machen und dafür würde ich sagen, springen wir einfach gerade mal in der Zeit, oder? Springen wir einfach gerade mal in der Zeit. Bis zum nächsten Termin springen und dann, jawohl, dann sind wir schon am nächsten Tag, früh am Morgen wahrscheinlich, wenn alles korrekt funktioniert hat, steigen wir mal in unseren Bus ein und machen den mal startklar. Dann gucken wir mal. Wir müssen nämlich, wenn ich das so richtig sehe, müssen wir von Arrival Shuttle Hotel Costa Calma. Okay, wir müssen also beim Flughafen starten, so wie ich es jetzt verstehe. Und müssen vom Flughafen dann die Person bis nach Costa Calma bringen. Costa fast gar nichts, würde ich sagen. Und deswegen legen wir einfach mal los. Ich starte mal unseren Bus. Zielanzeige ein, Klimaanlage ein, Licht natürlich ein. Licht auch im Bus ein, weil wir sind ja gleich am Flughafen. Dann Bremse lösen, Gang hochschalten. Bis mir hier immer alles gestartet hat, dann machen wir gerade mal U fürs WLAN. WLAN ist auch noch ein. Und ja. Ich glaube, das Datenvolumen vom Internet war zwar aufgebraucht, aber ist ja egal. Der Wille zählt, der Wille zählt. Kann auch sein, ich weiß nicht mehr, ob das täglich war, was wir da gebucht hatten, oder wöchentlich, oder... Ey, ist mir Schnuppe, die sollen ihr eigenes Datenvolumen benutzen. Fertig aus. Fertig aus. So Fahrten kann man ja auch vorher mal planen. Also wenn ich persönlich lange Fahrten mache, auch mit der Bahn oder so, dann lade ich mir halt ein, zwei Filme aufs iPad und gut ist. Brauche ich kein Hotspot unterwegs. Für die WhatsApp-Nachrichten, da geht ja eh nichts drauf. Man muss ja nicht alle 2 Minuten irgendwie ein Foto schicken oder ein 5-Minuten-Video oder 10-Minuten-Video oder so. Dann hat doch jeder eigentlich so sein Datenvolumen, was er braucht, oder? Würde ich mal sagen. So. Ich hatte ja einmal in der Bahn versucht, danke, dass du stehen bleibst, aber es ist total beschissen, dass du da stehen bleibst, vielen Dank. Ich hatte einmal ja an der Bahn versucht gehabt, als ich nach Hamburg gefahren bin, von Fulda quasi nach Hamburg hoch, hatte ich einmal versucht, unterwegs mir Datenvolumen zu buchen im Zug, über die Bahnseite. Und das Internet war schlimmer als mein Internet an sich. Ich habe mir gedacht, okay, das am Handy ist total beschissen, weil wir alle 2 Meter irgendwie in den Tunnel reinfahren. Da habe ich mir gedacht, die Bahn wird sich doch irgendwas einfallen lassen haben, dass sie auch im Tunnel irgendwelche Verstärker haben oder so. Aber damals zu der Zeit, wo ich da mitgefahren bin, Pustekuchen. Die Verbindung war jedes Mal dann auch über das Internet, über das Zuginternet weg, wenn es auch bei meinem Handy weg war. Also war komplett für den Popo. Und ich habe dafür, glaube ich, ich bin 4 Stunden nach Hamburg gefahren, davon habe ich 1,5 Stunden bis 1 Stunde überhaupt versucht, mir da Datenvolumen zu buchen über die Seite von der Bahn quasi. Weil es ständig nicht geladen hat, weil es nicht richtig funktioniert hat. Und dann, ja. Das ist einfach auch komplett so kacke wie beim Handy selber einfach. Aber das ist schon wieder viele Jahre her. Das wird mittlerweile bestimmt auch schon besser sein. Soweit ich weiß, hat die Bahn da auch nachgerüstet. Aber es ist halt kacke, wenn du halt von Fulda nach Hamburg hochfährst, dann hast du alle paar Kilometer einen Tunnel, wo du durchfährst auf der Schnellfahrstrecke. Und in den Tunneln, wenn da kein WLAN-Verstärker ist, hast du natürlich nichts. Da bist du halt im Dunkeln. Dann kriegst du kein Internet. Aber naja. Deswegen, ich habe mich eigentlich dann immer für die Fahrt, nachdem ich das einmal dann erlebt hatte, habe ich mir gedacht, na komm, mache ich mir halt einen Film irgendwie aufs iPad oder auf den Laptop oder keine Ahnung, von mir aus aufs Handy. Und dann ist gut. So, hallo liebe Fahrgäste. Hereinspaziert, ihr WLAN-Schnorrer.
Ah, das ist jetzt wahrscheinlich so Fernbus-Simulator-Prinzip, so wie es aussieht. Ihr wollt auch jetzt alle Gepäck hier reinschmeißen. Ich sehe aber gerade nichts. Aber da ist anscheinend eine Klappe. Gut, ja, dann herzlich willkommen. Hotel Casta Calma. Darf ich mit diesem Ticket einsteigen? Jawohl. Glaube ich. Boah, sag bloß, ich muss es jetzt bei jedem gedrückt halten. Hotel. Wird schon passen. Oh, es gibt hier kein Express-Check-In. Könnten Sie bitte mein Ticket kontrollieren? Sehe ich das richtig, dass es hier kein Express-Check-In gibt? Darf ich mit diesem Dankeschön? Ja, du darfst. Ja, ja. Muchas gracias. Ich nehme einfach alle mit. Ich bin froh, wenn der Bus voll ist. Solimar Hotel. Solimar ist, glaube ich, falsch. Wie heißt du denn? Shuttle Service Tourismus de Aventura. Würde ich sagen, nö. Kommst du nicht rein. Antalya Tula... Was? Wie heißt du denn überhaupt? Sergio. Oh, Haus des Geldes. Ich glaube, Costa Mare hieß das Hotel, glaube ich, wo wir anfahren, oder? Gucken wir gerade mal nach. Sergio Alvarez. Sergio. Sind die nicht nach Alphabet sortiert hier? Ne, ich sehe ihn auch nicht. Nö, du kommst nicht mit. Shuttle Service müsste ja eigentlich mein Busunternehmen stehen. Genau, Tommy Tours. Das Hotel war richtig. Okay, gut. Por favor, was? Die ist auch falsch. Tommy Tours passt. Ich hätte nicht auf, so, auf den Hotelnamen achten sollen, sondern ich hätte hier unten Shuttle Service Tommy Tours gucken sollen. Das passt nämlich besser. Merci beaucoup. Kann ich mit diesem Ticket einsteigen? Du darfst alles, Schatzi. So. Alter, du redest wie ein Computer. Mahlzeit. Bao Xiao. Nein. Tschüss. Tommy Tours, einsteigen. Ja, die ersten habe ich vielleicht falsch einsteigen lassen, aber ist egal. Ich bin erst neu in dem Job. Por favor, nee, tut mir leid. Könnten Sie bitte mein Ticket kontrollieren? Danke. Ich könnte Ihr Ticket kontrollieren. Steigen Sie bitte vorne ein. Danke. Also das sind wirklich richtige, also wenn man Siri die Stimme umstellt, dann kommt das raus, was hier quasi zu hören ist. So, okay. Ich will ein Express-Check-In haben. Vermisse ich quasi gerade die Funktion vom Fernbus-Simulator. Komm, steig ein. Ist mir egal, ob ihr alle damit dürft oder nicht. Hauptsache, es fahren Leute mit. Du darfst mit dem Ticket einsteigen. Vielen Dank. Ist dieses Ticket gültig? Klingen wirklich wie so Roboter. Nein, ist nicht gültig. Du darfst aber trotzdem mit. Hab ich nichts dagegen. Hallo. Könnten Sie bitte mein Ticket kontrollieren? Ich könnte Ihr Ticket kontrollieren. Bitteschön. Okay, der letzte. Alter, was eine schlechte Sprachausgabe für die ganzen Fahrgäste. Entschuldigung, du warst so langsam. Tut mir leid, dann schmeiß halt rein. Aber cool, dass sie erst zum Gepäckfach laufen, dann blöd rumgucken, sich diese. Achso, das sind diejenigen, die ich abgewiesen habe. Alles klar. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Alle drinne? Startklar? Ja, der Bus ist eigentlich viel zu groß für diese Tour. Aber ich hab halt keinen anderen. Das ist der kleinste, den ich hab. Naja. Hauptsache, ich krieg alle von A nach B. Wird halt jetzt ein bisschen stressig. Also für mich, weil ich halt ja schon bald wieder bei der anderen Route antreten muss. Und es kann sein, dass ich da ganz oben im Norden anfangen muss mit der Fahrt. Und das schaffe ich natürlich zeitig nicht. Ich habe auch keine Schnellreise dahin oder so. Kann sein, dass der Auftrag fehlschlägt. Dann ist er auch erstmal wieder weg. Wäre echt schade. Wäre echt schade. Habe ich nicht dran gedacht, dass ich da noch hochfahren muss wahrscheinlich. Darf man eigentlich nur 15 fahren? Wir fahren einfach 40. Alter Raser. Steht da wieder in den Kommentaren. Tommy, du alter Raser. Alter Bleifuß. Ich finde aber auch, sind wir doch mal ehrlich,
Klar, es ist Busdepot, nicht Busdepot, so Busbahnhof-mäßig da an dem Flughafen und viel Personenverkehr wahrscheinlich, aber 15 km/h. Wer fährt 15 km/h und dann auch noch hinzugesagt, wie fährt man überhaupt 15 km/h? Im ersten Gang heult dir der Motor wahrscheinlich auf, als würde dir gleich um die Ohren fliegen, wenn du 15 km/h fahren willst. Und im zweiten Gang 15 km/h ruckelt dir die Karre wahrscheinlich so einen ab, weil, ja, ist halt irgendwie eine doofe Geschwindigkeit auch. Aber naja, kriegt man schon hin. Kriegt man hin. Ah, ich glaube, 15 km/h würde, glaube ich, keine Sau fahren. Würde, glaube ich, niemand fahren. Ich meine, wir haben hier in Gelnhausen, ich glaube, am Bahnhof. Am Bahnhof ist, glaube ich, auch 10 km/h oder so. Also, wenn du da mit 10 km/h durch das Bahnhofgebiet durchfahren willst, durch den Busbahnhof, weil Gelnhausen hat ja den Busbahnhof so angepasst, dass man jetzt als Autofahrer durch diesen Busbahnhof durchfahren muss, damit man ja da durchfahren kann, also durch die Straße quasi durchkommt. Muss man jetzt durch den Busbahnhof durchfahren. Ist ganz legal, ist erlaubt. Ist auch eine Einbahnstraße, außer für Busse. Busse dürfen die halbe Straße auch entgegengesetzt langfahren. Quasi. Ist komplett verwirrend. Und in diesem Gebiet, wenn man halt durch den Busbahnhof durchfährt, darf man, glaube ich, nur 10 km/h fahren oder so. Irgendwas war da. Aber mit 10 km/h, bis du da durch das Gebiet durchgetuckert bist, da bist du schon 10-mal eingeschlafen. Also es ist wirklich Katastrophe. Keine Ahnung. Vorher war das nur eine richtige Straße, die da dran vorbeigeführt hat. Da konntest du dann ganz normal, ich glaube 30 waren es oder 50 sogar, entlangfahren. Hat keine Sau gestört. Jetzt, man hat es halt modern gemacht. Naja. Naja. Es sieht jetzt topmodern aus, ob es sinnvoll ist oder nicht. Aber die Stadt tut ja eh alles. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber bei uns die Stadt tut eh alles. Oh cool, da landet gerade ein Flugzeug. Tut eh alles dafür, dass der Verkehr überall ausgebremst wird. Also wirklich überall. Wird rumgemeckert, ja, Feinstaubwerte, Autoabgase, überall stehen die Autos und tuckern. Und dann auf der anderen Seite tut die Stadt alles dafür, dass die Autos überall stecken bleiben und stehen bleiben und langsam fahren müssen und viel länger brauchen, mit einer höheren Drehzahl quasi durch den Ort durchfahren müssen als vorher und dadurch noch mehr Zeugs verbrennen. Und dafür tut die Stadt alles. Ich habe es schon tausendmal erwähnt, bei uns haben sie auch alle Bushaltebuchten quasi entfernt, damit, wohlgemerkt, damit der Verkehr ausgebremst wird und nicht so schnell durch die Ortschaft durchfährt. Genau, deswegen hat man die Bushaltestellbuchten weggemacht, damit die Busse auf der Hauptstraße stehen bleiben müssen, die Autofahrer dann waghalsig überholen, eng am Bus vorbeirasen, weil sie keinen Bock haben, 10 Minuten dahinter zu stehen. Und ja, die halt dahinter stehen bleiben, die stehen halt dann 1, 2, 3 Minuten mit laufendem Motor hinterm Bus. Damit hat man die Umwelt wieder gerettet. Das ist alles so ein dummer Blödsinn. Ich finde es halt auch extrem gefährlich. Weil vorher standen die Busse sicher, die Leute waren nicht in Gefahr dadurch, ja. Und jetzt, ja, wird halt an den Bussen vorbeigerast und kommt oft zu Fastunfällen und. Es ist alles so hirnlos, muss man leider wirklich sagen. Aber egal, das will man machen. Ist genauso, bei uns haben sie auch eine Bushaltestelle vor einem Kreisel gesetzt. Also man kommt Landstraße angefahren, dann kommt ein Kreisel. Und vor diesem Kreisel, also Landstraße ist fertig, dann kommt die Bushaltestelle und direkt der Kreisel da. Und zu bestimmten Uhrzeiten hält da der Stadtbus und der Linienbus ziemlich gleich. Ja, das heißt, da bleibt dann erst der eine Bus vorm Kreisel stehen und bremst den ganzen Verkehr aus. Und dann kommt direkt der nächste Bus und dann hast du manchmal einen Rückstau über bestimmten Kilometer oder zwei am Ende. Es ist total... Also manche Positionen, und da gab es halt früher auch Bushaltestellenbuchten, ganz früher. Da hattest du so Probleme nicht. Da ist der Verkehr da durchgeflossen und gut war's. Gut war's. Thema erledigt, ja. Aber keine Ahnung. Also für mich gibt's da auch keine Rechtfertigung für, dass man das so macht. Weil meiner Meinung nach ist das für die Umwelt schlimmer. Und man sagt ja eigentlich, man will für die Umwelt zuliebe, will man den Verkehr ein bisschen ausbremsen. Und auch, damit es sicherer ist im Ort. Aber ich finde, das bewirkt genau den Gegenteil. Das ist genau das Gegenteil. Aber es ist halt meine Ansicht. Aber hey... Wer bin ich schon? Sagen wir es mal so. Wer bin ich schon? Naja, es gibt halt immer nur so aufregende Themen und ich wollte auch mal ein Thema ansprechen,
Was mir so ein bisschen auf dem Herzen liegt, weil ich letztens wieder bei Facebook einen Beitrag gesehen habe und da habe ich mir auch nur bei den Kommentaren so ein bisschen an den Kopf gegriffen. Ich möchte auch niemand mit angreifen, jeder darf auch selber entscheiden, aber mir geht's einfach mal um Adblocker. Gerade als YouTuber oder so sind Adblocker schon was echt Fieses und mir ist da was aufgefallen bei meinem Kanal und auch, wie gesagt, bei diesem Facebook-Bericht, wo ich damals durchgelesen hatte, stand was mit YouTube-Werbung drin und hat jeder, da waren 1000 irgendwas Kommentare und ich glaube von den 1200 Kommentaren, die da waren, waren 1000 Kommentare, ja, ich habe einen Adblocker und sehe keine Werbung auf YouTube. Und für mich als YouTuber, ich verdiene halt mein Geld damit und deswegen finde ich es auch so ein bisschen ärgerlich, weil ich halt jeden Tag ganz, ganz viele Stunden dafür investiere, halt kostenlos Videos euch zur Verfügung zu stellen oder jeden zur Verfügung zu stellen. Und da finde ich es einfach schade, dass man dann einen Adblocker anhat und der YouTuber da keine 5 Cent mit verdient dann. Das finde ich halt ein bisschen schade. Und mir ist selber schon aufgefallen, was mich dann extrem über YouTube aufgeregt hatte. Als ich mal ein Video oder mehrere Videos bei mir mal kontrollieren wollte, hatte ich tatsächlich selber als Banner-Einblendung quasi in dem Video eine Werbung für Adblocker, wo ich mir gedacht habe, was? YouTube schaltet selber Werbung für Adblocker, damit YouTube und die YouTuber, die YouTube versorgen, kein Geld verdient damit. Das ist mir nicht in den Kopf gegangen. Keine Ahnung, hab ich nie verstanden. Und jedenfalls ist mir das öfters aufgefallen, dass bei YouTube irgendwie Werbung geschaltet wird für Adblocker. Und man muss das ja mal verstehen. Dann kriegt nämlich, wenn die Werbung Erfolg hat, jemand installiert sich dann so einen Adblocker, dann kriegt derjenige, der sich mit stundenlanger Arbeit das Video erstellt hat, hochgeladen hat, sonst was gemacht hat, kriegt nichts für dieses Video. Und YouTube ja auch nicht. keine Ahnung. Also YouTube kriegt schon Geld, aber die tun sich ja selber irgendwie aufs Bein stellen damit. So ein bisschen. Und ich meine, wenn die YouTuber nicht glücklich sind, dann versorgen die auf YouTube die Community nicht mehr oder erstellen keine Videos mehr. Dann hat YouTube keine Leute mehr, die Videos erstellt oder was weiß ich. Ist jetzt komplett übertrieben, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und am Ende hat YouTube kein Content mehr. Also finde ich total fragwürdig, was YouTube da macht. Ich meine, mir ist das bei ein paar Videos mal aufgefallen, aber ich verstehe, kann es halt irgendwie nicht nachvollziehen, warum das YouTube macht, was da der Sinn davon ist. Kontrollieren die nicht, was für Werbung geschaltet wird oder mit was für Werbepartnern die eine Werbedingens eingehen? Ich als YouTuber habe da leider keinen Einfluss drauf, also ich weiß auch nicht, ob man Werbung bei YouTube melden kann. Ich habe keine Ahnung. Also wenn ihr Werbung für Adblocker seht und den YouTuber unterstützen wollt, dann weiß ich nicht, versucht mal diese Werbung zu melden. Weil irgendwie kann es ja nicht sein, dass YouTube den YouTubern ein Bein stellen will. Und deswegen, ich würde mir auch wirklich wünschen oder ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Videos anschaut, dann bitte den Adblocker deaktivieren, weil sonst als YouTuber, man verdient da wirklich überhaupt nichts mit dran. Irgendwie ist sehr schade. Man investiert halt sehr, sehr, sehr viel Zeit irgendwie und also wenn ich bei mir zum Beispiel so gucke, ich bin mindestens 5-6 Stunden am Tag am Aufnehmen, dann noch am Hochladen und so weiter und so fort. Wie gesagt, wie ich schon mal auf Discord, glaube ich, hatte ich schon mal geschrieben, ich bin jeden Tag, glaube ich, so um die 11-12 Stunden mit YouTube beschäftigt. Und im Gegenzug für Leute, die halt meine Videos ansehen, die haben vielleicht 2 Minuten Werbung. Und ja, das wäre halt einfach nett, wenn man halt Videos anschaut und man dann den Adblocker ausmacht. Ich weiß, Werbung, jeder hasst Werbung. Ich persönlich hasse auch Werbung. Auch wenn ich meine Werbung anschauen muss, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Video hochladen will, nochmal reingucken, nochmal was anschauen oder ihr habt irgendwas Schönes kommentiert und schreibt dann dazu, ja, bei Minute das und das, hätte ich das und das gemacht oder keine Ahnung, das war auch eine coole Aktion bei der in der Minute, dann gucke ich da natürlich nochmal rein, weil ich mich nicht mehr dran erinnern kann, was dazu in der Folge war. Und da muss ich mir auch immer die Werbung gönnen. Man kann sie ja wegklicken. Sobald sie wegklicken, geht einfach wegklicken. Dann hat der YouTuber und YouTube trotzdem was dran verdient. Aber das sind dann nur so ein paar Sekunden halt. Und das nervt mich natürlich persönlich auch, wenn ich dann Werbung angucken muss, wenn ich eigentlich nur in meinen eigenen Videos was nachgucken möchte. Aber das sind halt dann auch nur ein paar Sekunden, die da verloren gehen. Und ja, wäre halt nett, wenn man dem YouTuber die paar Sekunden gönnt. Das wäre halt einfach nett. Das wäre halt einfach nett. Auf Facebook hat es einer ganz krass geschrieben gehabt, bei diesen 1200 Kommentaren hat auch einer reingeschrieben gehabt, ja, man kann auch einfach mal nicht wie so ein Parasit sein und kann auch einfach mal den YouTubern was gönnen. War total hart ausgedrückt, würde ich niemals so ausdrücken, aber ja. Das war halt der eine Kommentar.
Naja. Also ist nur ein Thema, was mir irgendwie auf dem Herzen lag oder auf dem Herzen liegt. Weil man bietet ja alles eigentlich schon kostenlos an und dann kann man wenigstens mal 20 Sekunden Werbung angucken oder so. Dann hat der YouTuber da auch irgendwie was, ein bisschen was zurück. Ja. Wollte ich nur mal ansprechen, weil mich hat es damals wirklich schockiert, als ich da diese Werbung gesehen habe. Nervt Sie diese Werbung? Installieren Sie jetzt den Adblocker. Jetzt hier klicken. Ja, geil. Das ist keine Ahnung. Also wenn ihr so Werbung seht, vielleicht kennt ihr euch besser aus mit dieser Werbung, ob man die auch melden kann oder so, meldet die bei YouTube. Ich habe das Gefühl, die wissen gar nicht, was die für Werbung schalten. Weil, wie gesagt, die bestrafen den YouTuber und bestrafen sich selber ja auch irgendwie damit. Und das ist keine Ahnung. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass YouTube da das so unterstützt. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber ich weiß halt nicht. Aber so viel Werbung, wie halt geschaltet wird, kann ich mir auch schon vorstellen, dass das YouTube vielleicht gar nicht anguckt. Also, dass sie da irgendwelche Werbeverträge eingehen und Hauptsache das Geld fließt, ja. Solange sich da keiner beschwert drüber, dann geht das auch durch. Und diese Adblocker-Werbung, die hatte ich auch ziemlich lange. Wie gesagt, ich hatte ein Video angeguckt, da habe ich das gesehen, habe mir nichts bei gedacht und habe gedacht, ja, ist halt schön scheiße, dass sie es machen. Wird vielleicht jetzt mal bei dem einen Video sein, aber guckst du ein paar Wochen später nochmal ein Video von dir rein oder ein paar Tage später und dann siehst du so eine Werbung immer noch. Und ich kann das halt einfach irgendwie nicht gutheißen von YouTube. Keine Ahnung. Naja. Deswegen, wenn ihr euren YouTuber unterstützen wollt, kostenlos, dann einfach die Adblocker auslassen. Ja. Ich meine, es ist ja nicht nur bei YouTubern so, dass die mit Werbung sich irgendwie das ganze Zeug finanzieren oder halt, beziehungsweise... ja, was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Nee, ich meine, bei Webseiten hat man es ja auch oft, dass da überall Werbung eingeblendet ist. Und klar, die Webseiten müssen halt auch irgendwie finanziert werden. Ja, das ist auch eigentlich gemein, wenn man da die Adblocker ausschaltet, weil man kriegt ja kostenlos was geboten. Und einiges, was man da zurückgeben muss, ist, man lässt den Adblocker aus. Mehr ist es nicht. Und zieht sich auf YouTube, was weiß ich, bei einer halben Stunde Video, keine Ahnung, wenn man da 2 Minuten Werbung hat, ist es, glaube ich, schon viel. Die meiste kann man ja wegklicken nach ein paar Sekunden. Der YouTuber und YouTube kriegt dann trotzdem was für. Als Dank. Also es ist... Ja. Soll nur mal so ein kleiner Denkanstoß sein für einige. Ich weiß ja nicht, wie es bei mir auf dem Kanal ist, ob da so viele Adblocker nutzen, aber mich hat es so schockiert, dass bei Facebook ja wirklich, was weiß ich, von 1000 Kommentaren, wenn du da durchgescrollt hast, haben alle geschrieben, ich benutze den Adblocker, ich benutze den Adblocker, ich benutze den Adblocker. Und ja... 2 Kommentare mit, ja, man kann auch einfach mal die Adblocker auslassen und den Leuten, die ja die Arbeit mit haben, denen auch mal was zurückgeben. Hat mich ein bisschen schockiert, aber naja. So. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Wir haben 5 Uhr fast im Spiel. Ich weiß nicht, wie weit wir sind. Wir sind bei La Laieta, glaube ich. So wie es aussieht oder so. Da waren wir auch schon mal. Da waren wir auch schon mal. Das Schöne ist halt, wir haben sehr, sehr viel Landstraße gerade auf der Fahrt. Das heißt, wir müssen uns wenig durch enge Städte durchkämpfen oder durch enge Dörfer durchkämpfen. Und dadurch verliert man auch nicht ganz so schnell die Nerven bei der Fahrt. Das ist ganz gut. Die letzten Folgen bei der Linie 315 war ich ja ein bisschen aggro, muss ich zugeben. War ich ja ein bisschen aggro. Aber klar, wenn man 2-3 Stunden dieses Spiel hier spielt und kämpft sich von einer Engstelle in die nächste Engstelle, das ist dann schon ziemlich herausfordernd, ziemlich anstrengend für die Nerven. Aber gut. Da war ich eh vorher ein bisschen gereizt, weil mich halt dieser eine Bug da extrem genervt hatte, dass der Bus nicht gespawnt wurde bei der einen Folge. Naja. Aber ansonsten, wir haben eine schöne Fahrt, die Sonne geht jetzt bald auf, der Himmel wird langsam ein bisschen heller, die Sterne müssten bald verschwinden. Sind wir gerade auf der Autobahn unterwegs. Auf der Autobahn ruckelt das Spiel immer ein bisschen. Ich würde mir echt wünschen, dass es nochmal ein Update gibt für das Spiel, ja, dass die Performance noch ein bisschen besser wird. Oh, der Bus rutscht gerade ein bisschen. Dass die Performance dann noch ein bisschen besser wird vielleicht oder... Ja, die KI-Fahrzeuge vielleicht ein bisschen überarbeitet, die KI vielleicht noch so ein bisschen an sich nochmal ein bisschen nachgeschraubt. Ja, müsste man jetzt nicht viel machen bei dem Spiel, finde ich, aber so ein bisschen vielleicht nochmal nachhelfen bei der einen oder anderen Situation. Ja, dann wäre das Spiel doch eigentlich perfekt. Natürlich Bugs rausfixen und dann super. Super, auf jeden Fall.
Ich finde, das Spiel macht's halt oder ist so ein bisschen besonders dadurch, dass es halt wirklich mal anspruchsvoll ist. Aber man braucht halt wirklich Nerven für. Und ein bisschen fahrig das können, weil wenn man, glaube ich, kein Lenkrad hat oder so. Ich weiß nicht, wie sich das Spiel mit Controller spielen lässt. Ob da die Fahrzeugsteuerung so gut ist, dass man gut um die Kurven kommt, wenn es so eng ist. Weiß ich nicht. Aber ansonsten so mit Lenkrad ist es schon richtig cool. Man braucht halt trotzdem so ein bisschen fahriges Können, glaube ich, ja, weil mit dem Bus muss man doch ganz schön anders fahren als mit dem Auto. Und man muss auch alles ein bisschen anders einschätzen. Ich glaube, da braucht man schon so ein bisschen Busfahrerfahrung. Man sollte, glaube ich, wenn man Busspiele haben möchte oder ein Busspiel haben möchte, sollte man, glaube ich, nicht mit dem Tourist Bus Simulator anfangen. Wenn man eher mal was haben will zum Reinkommen, vielleicht würde ich sagen Bus Simulator 21. Der ist nicht ganz so realistisch, der hat aber total breite Straßen, verschiedene Busmodelle. Um bei dem ganzen Thema reinzukommen, ist es, glaube ich, erstmal ein ganz lustiger Start mit dem Bus Simulator 21. Wenn man dann schon wieder was ein bisschen realistischeres haben möchte, was auch grafisch ein bisschen geiler ist, würde ich dann sagen, steigt vielleicht um zu The Bus. Ja, unterstützt den Early Access da. Und ja, wenn man ein bisschen anspruchsvollere Sachen haben möchte, ich meine, der Fernbus-Simulator an sich, der ist ja nicht wirklich anspruchsvoll. Ja, man hat Engstellen in der Stadt, wo sich staut, aber wenn man den KI-Verkehr runterregelt, ist es eigentlich auch easy. Kommt halt darauf an, wie gesagt, wie der KI-Verkehr eingestellt ist. Wenn man halt dann richtig Herausforderungen haben möchte als Busfahrer, würde ich sagen, Tourist Bus Simulator. Habt Spaß. Wenn ihr schon Erfahrung habt, gerne durch enge Straßen euch kämpfen wollt mit einem fetten Bus, dann holt euch den Tourist Bus Simulator. Auch mit diesem Wirtschaftshintergrund, eigentlich ist es richtig, richtig cool. Aber das soll The Bus ja auch noch bekommen, soweit ich da informiert bin. Wenn man halt einen ganz realistischen Bus-Simulator haben möchte, wo sich auch sehr realistisch beim Fahren anfühlt und auch viel mehr Möglichkeiten hat, noch realistischer alles einzustellen und so weiter, dann wäre halt OMSI 2 für denjenigen was. OMSI 2 ist aber halt ein bisschen veraltet, was die Grafik betrifft, was die Performance betrifft. Wird auch nicht mehr gepatcht oder so. Das Spiel ist einfach so, wie es ist. Und in Zukunft halt mal für Nachfolger von OMSI 2 wäre halt Lotus, kann ich aber aktuell halt auch nicht empfehlen, weil es halt auf vielen Systemen einfach nicht läuft und auch nicht performant ist. Aber Thema Realismus ist halt bei OMSI und Lotus ganz weit oben geschrieben, ganz groß geschrieben. So, wir wären da, 5.18 Uhr. So, muss ich euch jetzt aus dem Bus rausschmeißen oder steigt ihr selber aus? Ihr steigt selber aus, sehr schön. Ich mache auch mal das Gepäckfach auf. Wir sind angekommen beim Hotel, anscheinend. So wie es aussieht. Jawohl, wir sind da. Ist kein Platz zum Vorbeifahren, gell? Nee. So, Hotel. Haben wir das auch mal eingesammelt? Niu. Niu. Warum stehst du da? Keine Ahnung. Da sind wir wieder bei dem Thema fragwürdige KI. Der Bus, der sieht aber auch schmutzig aus, meine Fresse. Tja, nehmt euch alle eure Taschen. Ich will nichts mitnehmen. Oh, einen ungültigen Fahrgast eingecheckt. Oh, ist er aus Versehen mitgefahren? Es tut mir aber leid. Seh zu, wie du wegkommst. Kannst ja wieder mitkommen. Ich muss ja eh nach oben wieder fahren. So, machen wir gerade mal alles aus. WLAN aus, Licht aus vom Bus hier innen. Brauchen wir gerade nicht. So, wir können aber noch ein Fotochen machen. Fuera de Servicio. Servicio. Keine Ahnung. So, mit unserem schönen blauen Bus sind wir hier unterwegs. Ich würde dann fast eine Schnellreise zurück machen. Ehrlich gesagt. Die Tür hinten ist noch offen. Alles klar. Ich würde dann gerne eine Schnellreise mit unserem Bus zurück machen, weil wir müssen ja dann bald schon losfahren Richtung Norden. Gerade nochmal schnell ein Fotochen machen. So, Fotochen sind gemacht. Hoffe, das passt soweit. Gut, dann gehen wir gerade mal auf die Map und dann machen wir eine Schnellreise bis El Matorral. Und dann müssen wir bald schon aufbrechen zum nächsten Auftrag. Ich glaube, wir müssen sogar schon los, weil wir müssen ganz schön weit fahren. Ich glaube, im Norden beginnt die Strecke und wir fahren dann zum Flughafen oder so. Da müssen wir jetzt gleich echt nochmal gucken. Wir haben jetzt 6.16 Uhr. Die sollen in der Stunde, glaube ich, schon oben sein. Ach du Kacke. Okay, das Spiel hat es mir auch schon markiert. Ach du Kacke. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das schaffen wir nicht.
Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich glaube, um 7 Uhr ging die Fahrt los. Kann sein, dass es ein Fail wird, dass ich losfahre und schaff's nicht rechtzeitig und dann... Ich muss auch mal gerade auf den Schichtplan gucken. Schichtplan. Er fährt quasi schon seine Route. Genau, das ist unsere Strecke. Jetzt um 7 Uhr soll ich da sein. Oh Gott, das schaffe ich in der Stunde, glaube ich, nicht. Na gut, wir versuchen es in der nächsten Folge zu schaffen. So, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Würde mich mega freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge, euer Tommy. Tschüss!